Zünde nicht eine Waffe gerade. So, wenn ich mir hier Spiegelei und Kartoffelbrei rein inhaliere. Wer immer noch im Jahr 2022 der Meinung ist, dass nicht jeder das lieben darf, was er möchte, und aufgrund dessen Menschen beleidigt, weil sie als Mann einen Mann lieben oder als Frau eine Frau. Letztendlich kann jeder das lieben, was er möchte. Wenn ich Bock habe, diese Eisteedose hier zu lieben und da mein Schniedelwurz reinsteck und das meine große Liebe nennen, Digga, dann ist doch vollkommen okay, weißt du, wie ich meine? Dann ist doch vollkommen okay. Lass doch jeden all das lieben, was er möchte, solange er niemanden damit schadet oder sich strafbar macht, das ist doch vollkommen okay. Warum diese Neandertaler-Scheiße immer? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht, Digga. Andere Sache noch. Und zwar, meine Großeltern haben beide Corona. Es geht den Umständen entsprechend gut. Schlappheit, Halskratzen, aber ansonsten nichts wirklich Schlimmes. Macht ein kleines Dua für meine Großeltern, dass sie schnell wieder inshallah gesund werden. Ja, die sind beide 80. Bin froh, dass die beide geboostert sind und dass sie bisher einen milden Verlauf hatten, so vom Ding her. Ja, schließt sie in euer Gebet ein, denkt an sie. Danke. Könnt mir sagen, was ihr wollt. Tauben sind vielleicht die Ratten der Lüfte. Ich finde sie trotzdem extrem süß. Dann macht mal ein bisschen Gartenarbeit. Na, Mizi? Pass aber auf, Kylo ist da. Hey, Mizichen. Ja. Hallo, mein Schatzi. Ja. Na, pass auf, Kylo ist da. So eine feine Mieze. Hä? Ui. Kylo, bleib da. Ist gut. Ruhig. Bleib da. Alles gut. Mach Sitz. Fein. So, weil gefühlt der Frühling schon wieder am Start ist, macht euch das auch so glücklich? Oh, ja. Oh, das macht mich irgendwie ein bisschen geil. Let's go. Agatha? Bringst mir mal meine Zigaretten raus und einen kalten Eis hier auf, entspannt? Ja. Kalten Eis hier und ein paar Zigaretten. Ja. Ja, perfekt, danke. Also ich muss ja so sagen, Digga, ne? Ich muss ja nicht jeden Cent umdrehen, das ist ja mein Glück, was ich habe, ne? Aber Bruder, wenn ich mir einfach mal umrechne und ich komme auch noch aus der Zeit, 500 Mark für eine Tankfüllung, Bruder, in welcher Welt leben wir eigentlich? Schönes Eigenheim auf einem. So schwarz. Man sieht dich gar nicht, Kylo, weil du so schwarz bist. So, dass es gut geht, ne?